im Test. Mercedes E-Kombi. Mercedes steuert mit der E-Klasse weg vom altbackenen Image. Unter Schwaben ist es mit dem neuen E-Klasse-Kombi gelungen, ein Fahrzeug für moderne und urbane Menschen zu entwickeln. Wir haben den grossen Wurf schon mal für sie getestet. Das liebevoll designte T-Modell ist trotz optischer Anleihen an die Lifestyle-Kombis ein echtes Transportgenie geblieben. Für unseren Testfahrer Maurizio Saccomani, Verkaufsleiter von JVC Schweiz, ein ganz wichtiges Anliegen. Pro Jahr legt er auf Rädern rund 50.000 Kilometer zurück und hat fast immer den Kofferraum mit Broschüren und Muster vollgeladen. Sofort fallen ihm bei der Testfahrt die großzügigen Platzverhältnisse im Innenraum des Mercedes E250 CDI auf. Also mal aufgefallen, grundsätzlich ist die gute Übersichtlichkeit im Fahrzeug innen. Und natürlich die 9 Airbags, die das Fahrzeug verfügt. Aber ganz speziell hat mir gefallen, das ist das Dreieck hier am Aussenspiegel, wo hat zuerst orange und dann rot leuchtet, damit man bemerkt, dass man ein Auto im toten Winkel ist. Das Biturbo-Dieseltriebwerk und die 5-Stufen-Automatik harmonieren perfekt und lassen eigentlich nie den Wunsch nach einem 6-Zylinder oder mehr Gängen aufkommen. Bei Bedarf verwandelt der drehmomentstarke Diesel das T-Modell in einen superstarken und trotzdem sparsamen Begleiter. Das Design bin ich erstaunt, das ist ganz, ganz schön geworden. Also absolut würde ich es in den Weg ziehen. Reinsitzen und sich wohlfühlen ist die Devise. Für einmal darf man ruhig sagen, my car is my castle. Das großzügige Gestühl vorne vermittelt einen sehr angenehmen Sitzkomfort. Aber auch die Rückbank mit den gut ausgeformten Sitzpolstern macht das Reisen zum Genuss. Die Fakten. Motor 4-Zylinder mit 204 PS. Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,6 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 230 km/h. Gesamtverbrauch 7,2 Liter auf 100 Kilometer. Die Vorteile? Komfortables Fahrverhalten und Verbrauch. Die Nachteile? Teure Pakete und Lenkradschalteranordnung. Er ist sehr sparsam, also man kann problemlos mit unter 7 Liter auf 100 Kilometer auskommen, vor allem auf langen Strecken. Er ist sehr gross, also er bietet ausgezeichnete Platzverhältnisse und ein wesentlicher Punkt, er ist ruhig und sehr komfortabel. Das E250 CDI T-Modell bietet mit 71.500 Franken einen fairen Gegenwert, zum Beispiel als gediegenes, praktisches Businessfahrzeug. Wer sich aber beim Ankreuzen auf der Aufpreisliste nicht zurückhalten kann, landet schnell mal im sechsstelligen Frankenbereich.